Servus Leute, willkommen. Hier sind die Professionals bei den Professionals. Genau. Neben mir sitzt der Shinobi. Hier sitzt der Peak und ihr seid wieder richtig bei Serien, die man gesehen haben muss. Wie viel das jetzt ist, ist vollkommen egal, weil wir wollen euch einfach nur Serien mitteilen, die klasse sind. Heute haben wir wieder drei Serien für euch am Start. Genau, wie jedes Mal drei Serien, wieder eine etwas ältere Kultserie. Eine etwas neuere Serie und eine Zeichentrickserie. Genau. Wie immer, wie gehabt, wie es gewohnt sein, wie ihr es gar nicht anders wollt. Und wie wir auch nicht anders können. Ja, richtig, wir können es eh nicht anders. So, anfangen tun wir mit. Acht Staffeln. 192 Folgen. Der wurde dafür wieder. Gibt es dieses Jahr im Mai eine neue Miniserie mit 12 Folgen. Ja. Auch wieder mit dem Kiefer. Mit Jack Bauer, genau. Kiefer Sutherland. Ich lese mal vor, was hier so draufsteht. 24 gehört zu den innovativsten Fernsehserien aller Zeiten und hat Zuschauer wie Kritiker weltweit in den Bann gezogen. Für 8 atemberaubende Staffeln. 2006 erhielt Kiefer Sutherland den Emmy Award in der Sparte herausragender Schauspieler in einer Dramaserie. Für seine Darstellung von Jack Bauer, ein Antiterroragent, dessen unkonventionelle Methoden bei seinen Chefs auf wenig Gegenliebe stoßen. Zeit ist knapp und kostbarer als manches Menschenleben in der Serie und manche Terrorbombe geht tatsächlich hoch, bevor irgendjemand das verhindern kann. Dadurch steigert sich die Spannung kontinuierlich über die gesamte Serie hinweg und erreicht einen Grad, der einen schier das Atmen vergessen lässt. Nicht zuletzt wegen brillanter Darsteller wie Dennis Haysbert, Alicia Cuthbert, Marilyn Redscup, Carlos Bernard und Cherry Jones bleibt 24 eine der meistdiskutierten Fernsehserien. Ja, 24, das Besondere daran ist, dass jede Folge der Serie eine Stunde des Tages, sprich den Tag in Originallänge, nachspielt. Genau, eine Staffel hat 24 Folgen, das sind 24 Stunden. Also hat er einen Tag, um die Welt zu retten. Und das hat er 8-mal gemacht, der Liebe. 2001 bis 2010 lief die Serie und wie schon gesagt, jetzt gibt es noch eine Miniserie, die kommt 2014 auch. Endlich. Seit Februar 2013 wird übrigens an einem indischen Remake gebastelt. Wie das ist, weiß ich jetzt aber nicht. Nee, das müssen wir glaube ich auch nicht wissen. Vielleicht ist es ja gut, wer weiß. Ja, es muss auf jeden Fall mal erwähnt werden, dass die Inder auch 24 kennen und gut finden. Ja, richtig. Die machen ja keinen schlechten Filme. Und kein schlechtes Fernsehen, die Inder. Gut. Das ist eben Geschmackssache, gell? Boah. Bollywood halt. Ja. Sollte man sich wirklich angesehen haben, ist gut. Empfehlung von den Professionals. Da kannst du aber kräftig einen Griff lassen. Eine der besten Serien, die es überhaupt gibt. Spannend, Action, Thriller, alles dabei. Was machen wir als nächstes? Tintin? Weiß ich nicht. Struppi. Im Original heißt der Hauptcharakter Tintin. Wer könnte gemeint sein? Wer könnte gemeint sein? Tintin und Struppi. Ein Rätsel, Tim, das genau. Zu lösen geht. Tim und Struppi, gezeichnet von Hergé seit 1929. Bis zu seinem Tode hat er 24 Bände. Genau, geboren wurde er 1907. Mit 22 hat er also das erste Mal Tim zum Vorschein gebracht. Und 24 Bände, wie gesagt, hat er gemacht. Den 25. Band, den er gezeichnet hat, der ist dann unvollendet geblieben. Jetzt holen wir doch erstmal die ganzen Sachen hervor. Wir sind hier nicht von gestern, sondern wir haben die komplette Tim und Struppi-Sammlung parat. Hier haben wir die komplette Serie auf Blu-ray. Dann gibt es hier original belgische Filme von damals. Die sind von 1960, zwei Stück ich in der Zahl. Ich glaube 64.
Ja. 1964. Mit richtigen Schauspielern, auch auf Blu-ray. Dann haben wir hier noch die Spielfilmbox. Die sind von 1960. Spiele ich mal 1969, 64 und 1972. Die haben auch Spielfilmlänge, weil das ja richtige Filme sind, die irgendwie von dem Thema handeln. Und dann haben wir hier noch der letzte Film, der von Steven Spielberg und Peter Jackson gemacht wurde. Unser Peter Jackson, Herr der Ringe, Peter Jackson. Wir sind natürlich Steven Spielberg. Großer Fan davon. Und die haben natürlich dann hier so einen animierten Film gemacht von Tim und Struppi. Ein Kinofilm, der absolut krass ist. Ne? Was kostet das Schiff? Ich verkaufe es nicht. Sie begeben sich gerade in sehr gefährliches Fahrwasser. Wollen Sie das jetzt als Beweisstück sicherstellen? Keine Angst, Herr Tim. Bei uns ist das Beweisstück sicher. Schulze, wo steckst du? Oh, ich bin schon vorgegangen. Beeil dich. Danke, ich heiße übrigens Tim. Haddock. Archibald Haddock. Haben Sie was getroffen? Ach, herrje. Festhalten, Tim! Was machen Sie da? Ein kleines Feuerchen. In einem Boot? Das ist ja ein schöner Schlamassel. Ne? Da merkt man eben, wer da die Hand dran gelegt hat, Steven Spielberg und Peter Jackson, das sind natürlich zwei, die verstehen was von ihrem Fach. Die haben schon einige Cover auf uns losgelassen. Tim und Struppi, Tim ist ein Reporter, Struppi ist sein Hund, sein treuer Begleiter und die lösen eben alle möglichen Kriminalfälle. Abenteuer. Genau, die verwickeln sich in lauter Abenteuer. Da gibt es den Kapitän Haddock, der ist ein Kumpel von denen, der hilft denen oft. Genau, der flucht immer und trinkt immer gerne mal. Und einer. Schlägt gerne. Genau, das ist eben alter Raufbold. Dann gibt es noch Schulz und Schulz, das sind zwei Polizisten. Etwas trottelige. Ja, der etwas trottelige Polizisten. Und dann gibt es noch den Professor Bienlein, der hat immer alle möglichen Erfindungen parat. Alles in allem ist es eben ein spannendes für jung und alt. Also das gibt es ja schon jahrelang, jahrzehntelang gibt es den Tim und Struppi. Seit 1929, genau. Es gibt verschiedene Comics und Hörspiele gibt es davon. Und das Steven Spielberg ist eben auch Fan und da haben sie gesagt, komm her, dieses Tim und Struppi, das dürfte nicht untergehen, das machen wir mal einen kräftigen Film. Und soll es drei Teile noch von geben, also drei Teile insgesamt, also noch zwei wollen sie davon machen. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Es gibt auch Comic-Parodien davon, die weniger gern gesehen werden. Nee. Kommen wir zu unserer letzten Serie, Pigman, oder was? Vor einigen Jahren wurden vier Männer einer militärischen Spezialeinheit wegen eines Verbrechens verurteilt, das sie nicht begangen hat. Sie brachen aus dem Gefängnis aus und tauchten in Los Angeles unter. Seitdem werden sie von der Militärpolizei gejagt, aber sie helfen anderen, die in Not sind. Sie wollen nicht so ganz ernst genommen werden, aber ihre Gegner müssen sie ernst nehmen. Also wenn sie mal ein Problem haben und nicht mehr weiter wissen, suchen sie doch das E-Team. Wer kennt das nicht? Das A-Team. Mit dem Honeyball, Face Murdoch, BA. Das A-Team! Ja, und? Das hier sind so unsere Helden unserer Jugend. Das A-Team. Genau, wir waren nicht auch mal jung. Wir sehen nicht immer so alt und verkorkst aus. Ich bin schon so auf die Welt gekommen. Ja, ich weiß. Also, da haben wir hier oben BA Brackers. Das hier ist der Faceman. Murdoch und Hannibal, der Chef der Truppe. Handelt eben um eine Spezialeinheit, die im Vietnamkrieg gewesen ist und denen da was angehängt worden ist. Und die seither von der Militärpolizei gesucht werden und auf der Flucht sind, quer durch die USA. Und Leuten helfen bei ihren Problemen. Genau, Hannibal, der nimmt dann die ganzen Aufträge an. Und da geht das ziemlich kräftig ab. Das ist eben sowas wie MacGyver, nur mit vier Mann. Weil die. Und mit mehr Waffen. Weil die jede Folge basteln sie sich aber was zurecht. Aus allen möglichen wird die. Meistens irgendein Panzerfahrzeug, das dann die Gegner überrollt. Genau. Gelaufen ist die Serie von 1983 bis 87. War auch sehr erfolgreich, nur mit der letzten Staffel gingen die Einschaltquoten dann nach unten. Man hat zwar versucht, dagegen zu wirken, das A-Team wurde dann von der Militärpolizei geschnappt und musste dann für die Militärpolizei arbeiten und da gab es dann noch neue Mitglieder, die das Ganze auffrischen sollten, aber das ist
etwas in die Hose gegangen und dann wurde die Serie eben eingestellt. Genau, in den ersten zwei Staffeln gab es dann auch Frauen im Team, aber dann hatte Hannibal, der Schauspieler, George Pepper hat dann gesagt, das ist eine Männerserie, da haben eigentlich Frauen überhaupt nichts drin zu suchen. So war das dann auch. Dann haben sie die Frauen komplett, also die waren dann schon mal auch mal Aufträge oder so verteilt, aber die waren eben nicht mehr im Team, sondern es war ein reines Männerteam. Eine Frau hatte es dann auch mal gewagt, nach mehr Text und mehr Actionanteil für sich zu fragen. Die ist dann auch gleich geflogen. Und dann kam die nächste und die ist aber auch nicht lang geblieben. Wie schon gesagt, in den ersten zwei Staffeln. Und danach waren keine Frauen mehr im Team zu sehen. Da ist eben Hannibal, der liebt es, wenn ein Plan funktioniert. Das ist ein Zigarrenrauchender, das ist der Chef, der immer mit coolen Sprüchen um sich schmeißt. Dann nochmal Faceman, der ist dazu da, um die betrügerische Seite auszuleben und die Frauen klar zu machen. Genau, der ist für alle Frauen hält. Ist halt Murdoch, der Schönling. Genau, Murdoch, der eigentlich nicht gesucht wird, aber der immer dabei ist, weil er eben zum Team gehört. Der ist immer in der Klapse, die holen den dann immer raus. Das ist auch bisschen, immer ganz, ganz toll, wie die den da rausholen. Der ist halt ein bisschen durchgedreht, ein bisschen schizophren und er ist der Pilot der ganzen, richtig. Also der Flieger, das Fliegerass, der kann alles fliegen, was einen Steuerknüppel hat, was uns zu BA bringt. Der weil überhaupt der das, nicht gerne fliegt. Der findet das überhaupt nicht witzig und der findet auch Murdoch nicht witzig. BA, den kennt natürlich jeder, das ist Mr. T. Auch in so manchen Filmen vertreten gewesen. Er mag, wie gesagt, nicht zu fliegen und er liebt seinen schwarzen Chevy und das ist auch ein Markenzeichen vom A-Team. Dieses Autochen. Und dass jede Menge Kugeln verballern, aber nie irgendwelche Gegner treffen. Das ist es ja. Deswegen ist die Serie auch für Kinder. Also, was heißt Kinder? Für Jugendliche und Kinder, ja, genau. Erwachsene. Weil es eigentlich in keiner Folge stirbt irgendjemand. Auf jeden Fall sieht man ja, dass irgendjemand stirbt. Weil die schießen immer nur daneben. Und wenn mal jemand erschossen wird, dann sieht man das nicht. Da wird einfach weggeblendet. Sollte halt nicht für ganz kleine Kinder, das ist vielleicht ein bisschen die ganzen Explosionen und so. Die Serie ist ab 12, aber ich finde, man kann es auch unter 12 gucken. So ab 6. Würde ich einfach mal behaupten. Ich glaube, das liegt daran, weil die Jugend von heute so sehr abgehärtet ist. Ja. Jetzt haben wir ja neulich wieder angefangen, das A-Team zu gucken und das ist immer noch Kult. Die Sprüche, die die immer raushauen, sensationell. Der BA kann den Murdoch nicht so gut ab und das ist immer ein Hin und Her zwischen den Zweiten. Ziemlich lustig. Weil und die müssen ihn auch immer irgendwie dazu bringen, ins Flugzeug zu steigen. Meistens wird er dafür betäubt. Und hier steht, wo das A-Team auftaucht, da brennt die von Blei durchsiebte Luft. Also da ist Action angesagt. Die Luft ist durchsiebt, ja, das war es aber auch. Was durchsiebt ist beim A-Team. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Das A-Team. Was zum Teufel ist das? Wenn Sie jetzt nach rechts aus dem Flugzeug blicken, wird Ihnen auffallen, dass die rechte Tragfläche brennt. Ja, und das war es auch wieder von uns. Genau, das waren wieder unsere drei Serien. Hier haben wir sie nochmal alle komplett. Das Tim und Strupski. 24. Ich glaube, das hält so nicht. Das halte ich mal so. Genau, Peakman. Das waren so unsere drei für heute. Wir freuen uns, dass ihr da gewesen seid, um uns anzuschauen. Hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt... Die Professionals talken. Jetzt haben wir aber noch was parat. Was extra denn? Für euch. Und zwar genau hier. Nicht einen Abonnieren-Button. Ja, ich weiß nicht, wo ich ihn sonst hinpacken soll. Wie wär's dann mit da? Kuckuck. Also, klickt auf den Abonnieren-Button. Genau, wir haben natürlich auch wieder zwei Videos verlinkt. Ganz einfache Sache. Hier oben kommt ihr auf unsere Playside. Und hier kommt ihr zu einem anderen Video bei uns, bei den Professionals. Das Klicken lohnt sich auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen, sagen der Peak und das der bin ich. Shinobel. Das ist der.
Tschüss. Tschüss.